Lent Verden Open Air 2016. Ich drehe durch. Neben mir auf den roten Sofas, hätte ich beinahe gesagt, auf den Bordeaux-roten Sofas, sitzt jetzt die Steve Breitband. Sie werden hier gleich das Feld rocken, so wie im letzten Jahr. Erst einmal herzlich willkommen beim Lent Verden Open Air. Was ist für euch das Besondere hier an diesem Open Air? Dass das so schön familiär ist. Ihr habt immer eine Atmosphäre hier. Hier läuft sogar jemand rum und man kann Fleisch- und Wurstbestellung aufgeben und kriegt das wirklich dahin geliefert, wo man steht. Es ist der Wahnsinn. Und vor allen Dingen die geilen Bands, die hier immer engagiert. Also wir haben eben The Atrium gesehen. Ich bin sofort gegangen und habe mir eine CD gekauft. Absoluter Hammer, echt. Nachher seid ihr hier noch dran beim Lent Verden Open Air. Was habt ihr im Gepäck für Songs? Was spielt ihr heute? Könnt ihr ein bisschen was sagen zu eurem Repertoire? Wir machen Cover-Rock, Eigeninterpretation und rocken, wo die Bohne nicht wackeln will. So wie im letzten Jahr schon. Das hat mächtig viel Spaß gebracht hier mit euch beim Lent Verden Open Air 2015. Jetzt haben wir ja 2016. Wie ist das? Ihr spielt ja auch schon ein Weilchen zusammen. Konzerte in naher Zukunft. Was steht da an? In naher Zukunft steht an die Beach Party in Schleswig und danach das Open, Baltic Open Air. Baltic Open Air seid ihr dabei. Kommt ihr im nächsten Jahr wieder zum Lent Verden Open Air? Seid ihr wieder dabei nächstes Jahr? Wenn man uns einlädt und wir heute Abend guten Job machen, ja natürlich, selbstverständlich. Also wir sind immer da, wo wir gebraucht werden und gebucht werden. Hier werdet ihr herzlich gern wieder gebucht. Ich sage euch gleich, viel Spaß auf der Bühne. Wir hatten letztes Jahr schon mächtig viel Spaß. Hoffe auch in diesem Jahr. Vielen Dank an die Steve Breitband hier beim Lent Verden. Tschüss. Lent Verden.